Servus meine Freunde, heute wird ein etwas anderes Video sein, denn ich werde euch auf meinem Van-Umbau von dem Start bis zu dem fertigen Endprodukt begleiten. Also schnappt euch Popcorn, relaxed und let's go! Angefangen hat natürlich alles mit der Planung, wie der neue Van-Umbau ungefähr aussehen soll. Jedoch die Leute, die mich kennen mit Planung, habe ich es eigentlich nicht so. Obwohl ich sagen muss, die Zeichnung ist nicht schlecht geworden. Als nächstes musste ich natürlich alles aus meinem alten Van-Umbau ausräumen. Manchmal auch mit ein bisschen mehr Gewalt. Und dann wurde der Van bis zum letzten Stück runtergestrippt. Die Verkleidung wurde entfernt und der Boden danach auch. Alles musste raus, bis auf die Decke, die durfte bleiben, da ich sie beim ersten Umbau schon isoliert hatte. Das Schwierigste war am Ende, die Holzplatte zu entfernen, da sie in den Boden genietet wurde, aber ihr wisst ja, drei Jungs schaffen alles. Naja, vielleicht machen sie auch einfach viel Scheiße. Aber in Wirklichkeit haben wir nur die Nieten entfernt. Jetzt, als der Van komplett leer war, gab es nach ein bisschen Saugen auch schon direkt das nächste Problem. Meine Van-Batterie war leer. Yay! Es musste also sofort eine neue her. Schon eingebaut lief der Van auch wieder und dann hieß es auch direkt Material einkaufen gehen. Jetzt ging es an die Isolierung. Wir haben den Van mit Glasfaserwolle isoliert, bis wir am Tag darauf gemerkt haben, dass Glasfaserwolle schimmeln würde. Also Leute, hier als kleiner Tipp, verbaut keine Glasfaserwolle in eurem Van. Ich habe mir dann sofort Armaflex gekauft, was eine Dämmmatte ist, die auch bei hoher Luftfeuchtigkeit nicht schimmelt. In der Zwischenzeit, bis die Bestellung kam, haben wir erstmal ein bisschen aufgeräumt und dann direkt mit der Bodenisolation weitergemacht. Hier habe ich einfach Styrodurplatten verwendet und richtig zugeschnitten. Das Ganze sah fertig dann so aus. Dann habe ich meine neuen Holzbodenplatten auf den Boden gelegt und die Bodenisolation als Schablone genommen, damit ich die Holzplatten richtig ausschneiden konnte. Nach viel Zeit hat auch das Sägen geklappt, aber da ich alleine war, war es extrem schwer, die Platten in den Van zu tragen. Aber ich hab's ja geschafft. Warum habe ich das Ganze gemacht? Einfach nur, um zu testen, ob sie passen. Also musste alles wieder raus. Yeah! Die Isolation habe ich dann mit Silikon auf den Boden befestigt und die Holzplatten habe ich als Schablone für den Vinylteppichboden verwendet. Außerdem habe ich drei Fenster schwarz folieren lassen, damit man nicht durchschauen kann. Und dann ist auch schon meine neue Isolierung angekommen. Eigentlich hatten wir 20 cm dicke, aber ich habe so viel bestellt, dass wir es überall doppelt isolieren konnten. Vor allem an den großen Fenstern war das extrem gut. Und ja, ein bisschen Scheiß machen muss immer sein. Nachdem die Isolation fertig war, haben wir den Boden und vor allem die Standheizung noch mit Bauschaum befestigt. Links das Rohr für die warme Luft und rechts das für die kalte. Jetzt heißt es abmessen, denn jetzt geht es auch schon an die neue Verkleidung. Falls ihr das selber machen wollt, kleiner Tipp, holt euch eine zweite Person, weil ich muss schon sagen, dadurch, dass ich es alleine gemacht habe, war das Bohren und Schrauben gleichzeitig echt schwer. Aber ich hab's ja geschafft. Mehr oder weniger. Mit der Stufe bei der Tür habe ich danach auch schon angefangen, aber dann musste erstmal wieder ein bisschen aufgeräumt werden. Es war so krank staubig. Upsi! Und dann war es auch schon Zeit für den neuen Vinylboden. Ich weiß nicht wieso, aber allein durch den Boden sah der Van so krass nach einem Luxus-Van aus. Weiter ging es dann mit Abmessen, Einkaufen und dann die Möbel zurechtstellen, um zu schauen, ob alles passt. Und zum Glück hat auch alles gepasst. Also mussten die Möbel wieder raus und den Boden habe ich dann mit Sprühkleber befestigt. Ich muss sagen, das ging echt besser als gedacht. Die Stufe wurde dann noch mit Metallkanten verziert und schon sind wir auch bei meinem Bett. Hier habe ich 6 Winkel und 3 dicke Aluminiumstreben genommen und obendrauf dann stabile Holzplatten. Und siehe da, obwohl viele gesagt haben, dass das so nicht funktioniert, es hält. Und jetzt auch nach einer Woche im Van, es hält immer noch perfekt. Also habe ich noch schnell die zweite Platte darauf gelegt und die Möbel hingestellt als zusätzlichen Support und schon sah das Ganze richtig gut aus. Vor allem aus der Perspektive sah es richtig geil aus.
Jetzt fehlt nur noch die Küche, also Holz kaufen und ganz viel sägen und bohren. Weil die Küche wollte ich komplett alleine bauen. Das Grundgerüst stand, jetzt kamen erstmal die Löcher für die Standheizung. Sitzt. Und das Ganze auch noch lackieren. In der Zeit, in der das Ganze trocknen musste, habe ich mich dann auch schon an die Küchenplatte gemacht, um das Waschbecken auszuschneiden. Ich war zwar komplett überfordert, habe es aber doch hingekriegt. Tada! Ach ja, fast vergessen, ich musste in meine Verkleidung bohren, da das Waschbecken sonst nicht gepasst hätte. Das Ganze könnte man jetzt vielleicht Planungsfehler nennen, aber... Nein! Das Waschbecken war also schnell drin und der Wasserhahn kurz danach auch. Für die Pumpe musste ich dann das Kabel hinter der Wand verlegen und oben auf der Küchenplatte habe ich dann diesen wunderschönen Knopf verbaut. Jetzt heißt es auch schon Endspurt. Ich habe die restlichen Verkleidungen zurechtgeschnitten, die Scharniere befestigt und es hat perfekt geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Am Ende habe ich dann nur noch die letzten Wandschränke befestigt und fertig war mein Van. Ich weiß, ihr seid bestimmt gespannt, wie alles fertig eingeräumt aussieht, aber für die kleine Montage müsst ihr noch kurz bis zum Ende warten. So, jetzt seht ihr mich am Ende vom Video auch nochmal. Ich hoffe, das etwas andere Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da oder teilt dieses Video. Ich fahre mit diesem Van jetzt durch Europa, Frankreich, Spanien, Portugal, Norwegen, Finnland, Schweden und hier kommt jeden Tag ein neues Video auf diesem Kanal. Ich werde euch auf meiner Reise überall hin mitnehmen und falls ihr das nicht verpassen wollt und meine komplette Roomtour von dem Van, die auch noch kommen wird, dann abonniert einfach mal jetzt direkt diesen Kanal. Glaubt mir, es lohnt sich. Weil ich kenne keinen, der mit 18 Europareise mit seinem eigenen umgebauten Van macht und jeden Tag filmt Daily Vlogs. Ich habe jetzt einfach noch alle wichtigen Van-Playlists in die Beschreibung gepackt. Die Playlist von der Europareise, die gerade erst angefangen hat. Die Playlist von dem Umbau, der ja insgesamt 18 Tage gedauert hat. Und auch nochmal die Playlist von dem alten Umbau, falls ihr den auch nochmal sehen wollt. Checkt die Playlist einfach mal ab. Das Top-Comment wird auf morgen verschoben. Und ich würde sagen, ihr habt nicht lange genug gewartet. Jetzt gibt es am Ende noch eine kleine Montage von meinem Van. Wie gesagt, die richtige Van-Tour wird noch kommen. Also abonnieren nicht vergessen. Und ich würde sagen, wie immer, ihr da die Besten. Haut rein und wir sehen uns morgen wieder. Ciao.